herzlich willkommen. Ich bin Sabine von Biene Stempeglück. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich gerne mit dir eine besondere Karte basteln. Aber bevor wir hier anfangen, möchte ich dir einmal das Produktpaket vorstellen, mit dem ich basteln werde. Und zwar ist es dieses hier. Das ist das schöne Produktpaket Leuchtender Himmel. Und ich finde dieses Set total cool. Also wir haben hier schöne Sprüche und eben dann hier diese Stempelmotive. Und ich finde, dass man die Karte nicht nur für den Jahreswechsel gebrauchen kann, sondern auch für ganz besondere Tage. Ich sag jetzt mal runde Geburtstage, Taufen, ach, ich weiß nicht was alles. Und ich finde, dass dieses Set dafür auch passt. Und hier haben wir jetzt die ganzen Stanzmotive bzw. auch Prägemotive. Finde ich auch total cool. Und hier dieses kann man komplett ausstanzen. Das ist dieses Motiv hier. Und nun möchte ich dir aber das Papier vorstellen, mit dem ich arbeiten werde. Und zwar stammt dieses Papier aus dem Online-Exklusivangebot. Und es nennt sich Fabelhaft Floral und ich finde es total schön. Das Designerpapier besteht insgesamt aus 12 Blättern. Von jedem Motiv gibt es 2 Blatt. Und ich zeige dir mal die Vorder- und Rückseiten. Also ich finde, dass man mit dem Papier sehr viel anfangen kann. Dieses Motiv werden wir auch gleich verwenden. Und die neutralen Rückseiten sind eben auch total schön. Und dann haben wir noch dieses Blatt. Und das war's. Und nun kommen wir zu unserem heutigen Projekt. Und zwar wird es eine Schwingkarte sein oder eine Schaukelkarte. Es gibt da verschiedene Begriffe für, die möchte ich jedenfalls heute mit dir basteln und ich stelle sie dir mal vor. Und zwar habe ich hier 2 Varianten liegen. Hier habe ich einmal Farbkarton in Grundweiß als Grundkarte genommen und hier Babyrosa und eben dieses wunderschöne Papier, Fabelhaft Floral. Ja, und wenn man die Karte hinstellt, dann kann man sie schaukeln. Und das ist doch cool. Es ist eine witzige Karte und man kann entweder hier innen noch etwas hineinsetzen, also einen Text, hier auch, oder aber auf die Rückseite, je nachdem, wie man möchte. Das wird unser heutiges Projekt sein. Ich lege es mal zur Seite. Und nun möchte ich gerne diese Schaukelkarte in Sommerbeere basteln. Und dafür benötigen wir ein Stück Farbkarton mit den Abmessungen 15,5 x 15,5 cm. Ach ja, diese Karte besteht quasi aus den Kreisen. Und zwar sind das die Kreise mit Büttenrand. Die habe ich eben hierfür auch eingesetzt. Gut, einmal das. Dann benötigen wir ein Stück Designerpapier, Fabelhaft Floral, mit den Abmessungen 7,5 x 14 cm. Das habe ich mir deswegen so zugeschnitten, damit kein großer Verschnitt passiert. Falls du einen Einleger haben möchtest für die Karte, und zwar hierfür, dann brauchen wir noch ein Stück Farbkarton in Grundweiß mit den Abmessungen 7 x 14 cm. Und für das Etikett, dieses hier, benötigen wir in etwa ein Stück Farbkarton mit den Abmessungen 8,7 x 1,5 cm. Zunächst möchte ich einmal stempeln und da brauchen wir
das Stempelkissen in Sommerbeere und ich nehme diesen Abdruck hier jetzt. Den stempel ich mir einmal ab. Und dann haben wir ja noch hier unseren Streifen. Und da möchte ich gerne den Spruch Glückwunsch zum großen Tag hinaufstempeln. Das, beziehungsweise als erstes werde ich mal das Etikett in Form schneiden. Das schneide ich hier einmal diagonal rüber, drehe mir das Ganze und schneide hier auch nochmal diagonal. Und dann haben wir dieses Etikett. So, und jetzt kann gestempelt werden. Und dann haben wir es fertig. Das Etikett werde ich nochmal hier rundherum in das Stempelkissen setzen, weil ich gerne ein wenig Farbe rundherum haben möchte. Und jetzt brauchen wir die Stanzformen leuchtender Himmel, denn ich möchte einmal dieses Motiv ausstanzen. Das brauchen wir auch gleich noch. Da müssen wir aber erstmal einen Kreis ausstanzen. Und ich hole jetzt mal unsere tollen Kreise hier mit Büttenrand. Und dafür brauche ich unseren großen Farbkarton hier. Ich schiebe mir das mal zur Seite. Und ich nehme jetzt den größten Kreis und stanze in Sommerbeere den Kreis aus. Das schiebe ich mir mal hier nach oben hin. Dann brauchen wir noch ein Stück Farbkarton in Sommerbeere, weil wir noch diesen Hintergrund hier, dieses Hintergrundetikett ausstanzen müssen. Und dafür benötigen wir den sechstgrößten Kreis. Eins, also ich habe den ja hier drin gehabt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist dann dieser Kreis. Der größte kommt hier hin. So, dass wir nicht durcheinander kommen. Und dann brauchen wir ja hier noch unser Etikett in Weiß. Dafür benötigen wir dann den nächst kleineren Kreis. Und zwar den siebtgrößten. Und für unser Designerpapier, ich schiebe das mal hier alles jetzt zur Seite, die Kreise haben wir. Und für unser Designerpapier benötigen wir den zweitgrößten Kreis. Da stanzen wir nämlich das gleich mit aus. Und falls du den Einleger haben willst, auch die Innenkarte. Das nehmen wir, dafür nehmen wir hier für beide Teile diesen Kreis, den zweitgrößten. So, jetzt kann ich das zur Seite legen und mal alles hier wegschaffen, damit wir Platz für unsere Stanz- und Prägemaschine haben. Die hole ich jetzt mal. Und dann kann es auch losgehen. Wir brauchen einmal die Grundplatte, die Zusatzplatte, eine Acrylplatte. Und jetzt stanze ich mir als erstes dieses Motiv hier aus. Ich drehe die mal um. Und ich orientiere mich immer an diesen Zacken hier. Und das ist nämlich hier vorgegeben. Dann kann ich super anlegen. Ich werde das aber noch mit
Washi-Tape befestigen, damit mir hier nichts verrutscht. Und dann stanze ich mir als erstes unser Motiv aus. Und das haben wir jetzt hier. Vorsichtig abnehmen. Dann können wir jetzt unsere Grundkarte quasi ausstanzen. Einmal das große Stück Farbkarton in Sommerbeere. Und dann stanzen wir das erstmal aus. Wir haben unsere Grundkarte. Jetzt nehmen wir unser Designerpapier und wie gesagt, ich habe das so abgemessen, dass wir nicht viel Verschnitt haben. Leg mir das Ganze so ein. Und spitze wieder. Und wir haben unser Designerpapier zurechtgestanzt. Und für die Innenkarte nehmen wir jetzt nochmal Farbkarton in Grundweiß und nochmal den zweitgrößten Kreis aus dem Set und dann werden wir den Einleger ausstanzen. Das ist dieses Teil. Dann haben wir ja noch den sechstgrößten Kreis. Und damit stanzen wir unser Hintergrundetikett aus. Haben wir das auch. Und den siebtgrößten Kreis. Den stanzen wir jetzt zu guter Letzt aus. Den haben wir hier. Aber ich möchte, wie hier auch, noch etwas hineinstanzen. Das können wir nämlich auch gleich machen. Und zwar in das Etikett möchte ich das gerne hineinstanzen. Da brauchen wir noch mal die Acrylplatte. Und das war's. So, jetzt muss ich hier noch mal ein bisschen Ordnung schaffen. Hier sind unsere Karten und hier hängen noch ein paar Teile drin, die kann ich mit dem Aufhebhelfer super rausholen. Gut, das passt. Und jetzt müssen wir ja noch den Kreis falzen. Dafür benötigen wir unseren Papierschneider. Und ich nehme mir ein Stück Papier zu Hilfe, also Farbkarton, und lege den Farbkarton bei 7,3 cm an. Also hier, dass er hier bei... Nee, das ist ja falsch. Da wäre jetzt schon wieder was schief gelaufen. So, also. Der Kreis muss nämlich, und zwar der große, der hier ja unsere Grundkarte werden soll, der muss bei 7,3 gefalzt werden
Und da kann ich mir eben so aushelfen, indem ich hier dieses Stück bei 7,3 angelegt habe. Und der Farbkarton liegt dann nämlich optimal. Und ich kann jetzt falzen. Und wir haben die Mitte gefalzt. Dann kann ich hier mit dem Falzbein nachfalzen. Und das ist unsere Hauptkarte. Jetzt haben wir ja das Designerpapier ausgestanzt. Das wird jetzt hier aufgeklebt. Ich lasse hier unten einen Rand und das Überschüssige schneide ich dann nachher mit der Schere ab. So, dann werde ich hier erstmal hier oben am Rand Kleber anbringen und den Rest also Mensch, nein, also und jetzt gebe ich hier Kleber rauf. So, und jetzt kann ich das Ganze, nee, möglichst richtig rum und das Ganze richtig anbringen, so wie ich den Rand eben haben möchte. Wir können ja immer noch beim Flüssigkleber schieben. So gefällt mir das sehr gut. Noch ein bisschen gerade. Irgendwie. Muss es ja einigermaßen gerade sein. So, und jetzt ist das Ganze befestigt und wir können eine große Schere nehmen und einfach hier das Überschüssige abschneiden. Jetzt können wir die beiden Kreise nehmen und ich werde das hier erstmal anbringen. Nehme ich auch wieder Flüssigkleber. Und die Karte ist nämlich wirklich schnell gebastelt, aber eben was ganz Besonderes. Dann setze ich mir das Ganze hier hin. Drücke es nochmal an. Und es wird nachher hierauf gesetzt. Jetzt nehme ich mir immer einen Briefumschlag, weil du ja die Karte vielleicht auch verschicken möchtest. Und da muss man ja von der Höhe her schauen, dass sie auch hineinpasst. Und so würde es jetzt zum Beispiel klappen. Die Karte passt in den Briefumschlag. Ich gucke nochmal, hier hätte ich gern das Etikett. Und hier so in etwa unser gestempeltes Motiv. Ja, das können wir jetzt erstmal machen. Ich gebe hier wieder Kleber drauf, hier oben. Und ansonsten hier unten. So, das passt, glaube ich. Und jetzt schaue ich eben, dass die Karte dann auch letztendlich in den Umschlag passt. Drückt noch mal alles an. Der kann jetzt weg. Ja, jetzt können wir hier unser Etikett schon mal anbringen und da nehme ich dein Menschennetz. Drei Stück. Ich glaube, die brauche ich noch. Und
Das Etikett kann hier angebracht werden. Ich werde das so in etwa machen. Ja. Das sieht cool aus. Und jetzt werde ich noch mal hier zwei Dimensionals hinsetzen. Die Schutzfolie abziehen. Und schauen, wie ich das Ganze gerne hätte. So passt es. Dann finde ich, fehlen noch Steine. Und zwar habe ich hier, wie nennen die sich? Flatterschmucksteine im Viererpack. Die nehme ich. Und, da ist die Öffnung. Und dann nehme ich hier einen Stein in Sommerbeere. Setze mir den hier hin. Da in die Mitte könnte auch ein Stein. Da nehme ich mal einen kleinen. Ja. Und noch einen kleinen. Es müssen irgendwie immer drei sein bei mir. Ja, und unsere Karte ist so gut wie fertig. Und wie gesagt, jetzt haben wir ja noch den für das Innen, also für den Text, den Einleger. Und den kannst du jetzt hier anbringen, beziehungsweise bevor du es hier einklebst, man kann es auch vorher schon beschriften. Und dann ist unsere Karte auch schon fertig. Dann nehme ich wieder Flüssigkleber. Das ist ein schnelles Projekt, aber eben etwas Besonderes, weil man solch eine Karte ja nicht jeden Tag erhält. Ja, hätte man, bevor ich hier außen dekoriere, hätte man das eigentlich machen müssen. Aber ich hoffe, ich bekomme das jetzt auch noch hin. Sitzt das Ganze einigermaßen? Ja. Und dann können wir das nochmal andrücken. Und fertig ist unsere Schwingkarte. Man kann sie hinstellen und eben schön wackeln. Das ist doch echt cool. Das war unser heutiges Projekt. Einmal in Babyrosa, Sommerbeere und Grundweiß. Ich hoffe, dir hat das heutige Projekt gefallen und dass du auch richtig Lust hast, es mal nachzubasteln. Die Karte ist nicht schwierig und mit diesen tollen Kreisen, also ist das ja wirklich schnell gemacht. Ja, ich wünsche dir jetzt jedenfalls ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Hab einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, deine Biene von Biene Stempelglück. Tschüss!